In den europäischen Einkaufsstraßen ist es totenstill, während in Bangladesch das Chaos ausbricht. Was ist passiert? Einen Monat zuvor ist noch alles wie immer. Europäische Textilunternehmen wie C&A, H&M, Zara oder Tellywell bestellen Kleider. In Bangladesch kaufen die Fabriken Rohstoffe für die Produktion ein und Arbeiterinnen wie Kulsum nähen die bestellte Ware. Dann breitet sich in Europa das Coronavirus aus. Die Kleiderläden müssen schließen, der Absatz bricht ein. Textilunternehmen reagieren panisch und annullieren Bestellungen oder frieren sie ein. Allein in Bangladesch sind Aufträge im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar betroffen. Während Angestellte in Europa vom Staat unterstützt werden und teilweise weiter ihren Lohn erhalten, bangt Kulsum um ihre Existenz. Wenn der Lockdown so weitergeht, wird es sehr schwierig zu überleben. Wer arm ist, muss wohl sterben. Die Textilunternehmen berufen sich auf höhere Gewalt. Sie argumentieren, weil sie ohne eigene Schuld und nur wegen der Pandemie keine Kleider mehr verkaufen können, müssen sie ihre Verträge nicht einhalten. Laut Experten ist jedoch unklar, ob dieses Vorgehen legal ist. Das müsste ein Gericht entscheiden. Doch das wird kaum geschehen, denn die Fabrikbesitzer in Bangladesch fürchten sich davor, den Fall vor Gericht zu ziehen. Wer klagt, könnte in Zukunft keine Aufträge mehr bekommen. Die Konkurrenz ist groß. Die Textilunternehmen könnten ihre Kleider auch bei anderen Firmen oder in anderen Ländern bestellen. In Bangladesch bleibt ein großes finanzielles Loch. Rubana Hock, Präsidentin des Textilverbandes in Bangladesch. Wir rechnen damit, dass allein im Textilsektor bis zu 1 Million Menschen ihre Arbeit verlieren. Nicht alle Textilunternehmen sind dafür im gleichen Ausmaß verantwortlich. Einige haben einen Großteil ihrer annullierten Bestellungen wieder aufgenommen, einige haben sie auf später verschoben und andere weigern sich nach wie vor, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Mehr Informationen sowie die ganze Recherche gibt es unter reflect.ch/bangladesch.